Als ein weiterer Heilsverkünder machte der Maler Max Schulze Sölde, Sohn aus Großbürgerlichem Haus, von sich reden. Nach 1918 war er zum religiösen Sozialismus konvertiert und gründete mit anderen die Landkommune Lindenhof bei Itzehoe. Danach arbeitete er freiwillig auf einer Zeche bei Hamborn, um die Bergarbeiter zu neuer revolutionärer Tat anzuspornen. Damit gescheitert, wechselte er die Rolle des linken Politagitators mit der eines wiedergekehrten Apostels Johannes, der kreuz und quer durch Deutschland zog und für seine Idee einer christsozialistischen Volksgemeinschaft warb. An Wirkung weit übertroffen wurden Muck Lamberti und Schulze Sölde von Ludwig Christian Häuser, der wohl schillerndsten Gestalt unter den Inflationsheiligen der ehemalige sektfabrikant hatte sich unter dem eindruck des weltkriegs zum lebensreformer gemausert, der sich mehr und mehr in einer christusrolle gefiel. er sammelte eine schar von jüngern und jüngerinnen um sich, darunter auch manche von ihm sexuell abhängige frau, die sich nichts sehnlicher wünschte als von dem vergötterten meister den neuen menschen zu empfangen. häuser warb für seine vorträge bereits mit den modernen mitteln der reklametechnik. Seine Rhetorik, die ein Massenpublikum anzog, war eine eigentümliche Mischung aus religiöser Inbrunst, derber Fäkaliensprache und wilhelminischer Großmannsucht. Als einziger unter den Inflationsheiligen wagte Häuser den Schritt in die Politik. 1922 gründete er die christlich-radikale Volkspartei, die aber ebenso wenig wie der spätere Häuserbund über das Stadium einer Sekte hinausgelangte. Wie Häuser verstanden sich seine zahlreichen Jünger und Imitatoren als Wahrheitsmenschen, als Suchende auf dem Weg zu neuen Ufern menschlicher Gemeinschaft. Die von ihnen gewählte Existenzform eines asketischen Wanderlebens unterschied sich deutlich vom protzigen Lebensstil der neureichen Kriegs- und Inflationsgewinnler. Ihre Selbstgewissheit schöpften sie nicht aus äußeren Gütern, sondern aus dem Rückzug auf das eigene Ich, der bei manchen freilich Züge einer krankhaften Selbstvergötterung annehmen konnte.